Ja, damit treffe ich genug Leute. Zum Glück dauert die Animation nicht so lange. 44, eieiei, alle leben noch. Außer zwei, die jetzt gleich drauf gehen. Der und der. Der war nicht im Radius mit drin. Okay. Magic Mystic Shield. Hätte ich vorhin auch machen sollen. Ah, wir liegen eigentlich gut in der Zeit. Gerade mal 10 Minuten, glaube ich, für den Kampf. Aber die Kämpfe dauern ja eher alle lang. Das hat sich irgendwie widersprochen. Wieso sage ich sowas? Ah, vergesst das einfach. Ah, alle sind eigentlich hier gut positioniert. Ja, die Seite ist gut, die Seite ist auch gut. Die drei da unten können erstmal eine Verschnaufspause kriegen. Zwei dahin, drei dahin. So, du müsstest noch genug Power haben für noch einen Salamander-Angriff. Jupp, noch einmal. Das heißt, die Bogenschützen plus der Golem, die gehen auf jeden Fall drauf. Ja, dann los, dreh deine Runden. Diese Runden auch. Einer weg. Noch einer weg. Der ist da. Der bleibt da. Der bleibt auch da. Der ist weg. Der auch. Den habe ich vorhin nicht getroffen. Nee. Der gibt Sinn. Einen habe ich verfehlt. Mit der Attacke muss ich die drei erledigen. Wenn jetzt noch Aimen oder... Nee, das ist Diego. Wenn jetzt noch Diego dort unten hinfliegen kann. Nein, kann er nicht. Egal, der Zug ist... Nach dem Zug ist alles vorbei. Was ich noch testen will... Dass Sarah mehr ein höheres Level hat. Ah, ne. Sie kriegt Erfahrungspunkte. Sie kriegt Erfahrungspunkte. Ich hatte es nur gewundert, dass ich für die Kills keine gekriegt habe. Ey, man, wie sieht's mit dir aus? Du kommst auch ganz schön weit. Wir gucken in die Richtung, damit er uns von unten angreift. Der gute Huxley. Ja, ihm nehme ich es nicht übel. Übel. Dass er nicht so weit gehen kann. Das ist ein alter Mann. So wie er aussieht, auch ziemlich gebrechlich. Der Rest kann stehen bleiben. Oh, süß, 30 Schaden. Wow, 100 Gold bis jetzt. Und weiter, wie viel? 100 Fats. Bitte nicht so viel. Aber für die Trials kriegt man auch nicht so viel Geld. You survived the trial, and you have returned with one of the prisms, which holds the soul of Toroa. You have taken one more step on the path to enlightenment. You will keep this key for the next traveler who sees the true path. The path always keep the faith. Ah, wir haben noch Zeit für einen weiteren Trial. Wir sind 1,5 Stunden in der Aufnahme, aber ich denke,
denke, das wird noch reichen für den zweiten Run. Für den zweiten Try. So. So, kommen wir jetzt wieder raus. Ja, bla bla bla. Wieder dasselbe. Ja, ich halte den Schlüssel. Wieso da Transform steht, verstehe ich irgendwie nicht. Aber wenn diese Trides beendet sind, bekommen wir eine sehr schöne Belohnung. Na, wir haben noch hier noch eine Truhe. Hier ist das andere Prism oder wie das Ding auch heißt. Eine Menge Bogenschützen, das heißt unsere Hawk-Typen sind ganz schön gefährdet. Aber das sind die ganz schwachen Typen. Das heißt, die nicht so weit gehen dürfen. Ja, wie dem auch sei. Diesmal werde ich die Gepanzerten mitnehmen. Und hoffen, dass die angeschossen werden. Ich weiß nicht, ob... Das ist ganz schön gefährlich. Lass mal sehen. Er kann von einem angeschossen werden, von zwei... Von drei. Von drei kann er angeschossen werden. Der Aemon. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, wird unser Darius von hinten schießen. Wow, und ihn töten. Ja, das war ja was ganz Neues. Und wenn wir jetzt Mystic Shield. Mal hoffen, dass sie. Dass sie Huxley angreifen. Das ist ja gut, weil ich dann einen anderen Charakter leveln kann, indem ich ihn mit einem Mega-Herb füttere. Wir sehen schön nach vorne. Nein, du machst dasselbe wie Huxley. Ja, den Finger in die Luft zeigen, dann mit dem nackten Finger auf den Gegner zeigen und dann irgendwie so ein Schild herbeirufen. Das muss ich mal austesten, ob das funktioniert. Soha. Na, warum nicht? Moment mal, ich will was gucken. Hier habe ich mir gedacht. Soha, du bleibst dort. Da du eh nicht mehr leveln kannst. Eleni kann meinetwegen hier hin. Clint, wie immer nach vorn. Diego bringen wir auf jeden Fall auf die andere Seite. Diego packen wir hier in die Lava rein. Nein, wieso in die Lava? Ah, doch. Ne, wir packen ihn hier. Wieso? Weil der Bogenschütze hier dann ihn nicht angreifen kann, wenn ich Diego irgendwo hier hin platziere. Der kann nur bis hierhin gehen. Bis zu diesem Platz. Ash bleibt immer hinten. Kira kann hoffentlich den hier angreifen. Jupp. Und hoffentlich töten. Unser Aemon. Du bist in die Lava. Nein, du bist hier hoch. Ach, geh einfach nach vorne. So, ich wollte ihn eigentlich hier hinten lassen. Aber was soll's. Wie es aussieht, mache ich mir zu viele Sorgen um deren Stärke. Ja, ich mache mir viel zu viele Sorgen. Na, wie viel Schaden machst du? 35? Ja, okay. Diego und Aemon werden sofort reinlaufen und alle hier... Auf jeden Fall auslöschen. Also für diesen Kampf werden eigentlich nur wieder die Bogenschützen gebraucht. Und... Oh, zwei Bombardiertypen da. Die Archer, die Hawk Knights und... wenn es noch drauf ankommt, die Magier. So. Töte den hier. Die haben so viel Leben, aber die haben, glaube ich, keine Verteidigung, wie es aussieht. Okay.
Kira, du kannst... Wir bewegen erstmal den hier weg. Oder nach vorne. Jetzt kann Kira seinen Platz übernehmen. Und den vernichten. Sehr schön. Wir kriegen eh keine Erfahrungspunkte dafür. Sarah läuft nach vorne. Weil ich gern will, dass sie angegriffen wird. Hört sich sadistisch an, aber ihr wisst, wieso ich das mache. Mit dem Holzknüppel kannst du ihn auch nicht angreifen. Wie es aussieht, wird dieser Bogenschütze wohl doch überleben. Diego. Nee, wir packen ihn hier oben. Wieso soll ich ihn eine Ebene weiter nach unten packen, wo er mehr Schaden nehmen kann? Mal sehen, wie viel Damage Avalanche macht. Hoffentlich vernichtet das die. Na. 81. Saisoha darf das auch einmal einsetzen. Da freut sich doch der alte Mann. Da ist nicht ein weiteres Problem los. Grog. Darius. Oh, Mann. Ich muss noch ein weites Stück laufen. Nein, dich will ich gar nicht bewegen. Axley, dich habe ich nicht bewegt. Wie konnte ich nur? Ash ist der Einzige, der kann da ruhig rumgammeln. Sehr schön. Kommt schon noch einer. Schießt alle auf Sarah. Sehr schön. Sehr schön. Oh, schade. Ich dachte, ich schieße auch nochmal auf Sarah. 39. Jetzt werden die stärk. Das sind ja auch drei verschiedene Bogenschützen. Sarah. Sehr schön. Diese Lebenspunkte gehören auf jeden Fall so hart. Oh, der wird auch nochmal angeschossen. Oh.